nehmen hier erstmal Feuer mit, damit wir nicht frieren. Und hoppeln erstmal hier rüber. Wir machen hier erstmal das Feuer wieder an. Wir können es nicht anmachen, Leute. Nein! Leute, hoppeln wir hier im Kreis rum. Müssen wir hier hinten die Schale anzünden? Yes! Okay, amazing. Vielleicht war die tatsächlich nicht an. Meine Fackel. Und ich habe es gar nicht gesehen. Okay, ich denke, wir müssen wieder rüber. Ach Leute, ich weiß ja gar nicht, wohin ich muss. Das hat allerdings den Nachteil oder den Grund, dass ich hier meine Kamera nicht steuern kann. Ich sehe zwar, dass hier außen eine Treppe ist. Jetzt muss ich wieder schauen, ob diese Ding hier an ist. Okay, die Feuerschale ist auf jeden Fall an. Wir hoppeln wieder zurück. Und ich muss hier anscheinend nach außen. Aber ich komme hier nicht nach außen. Hier waren noch. Ah, okay, unser Feuer war aus. Leute, ich bin doch hier einmal im Kreis gesprungen. Da ist mir nur eine Feuerschale aufgefallen. Ups. Okay, ja, voilà, da müsste man schon richtig sein. Oh. Leute, sie probieren den Baum des Lebens, sag ich mal, am Leben zu halten. Damit er schön warm hat, damit er weiter wachsen kann. Unsere Fackel ist schon wieder aus, Leute. Ich hoffe, wir finden hier oben nochmal Feuer. Wir müssen wieder springen. Und das, wenn möglich, relativ schnell. Wir sind schon total träge und langsam. Oh mein Gott, war das amazing. Wir wandern der Sonne entgegen. Sobald ich dich freilasse, wirst du auf dich allein gestellt sein. Aber trauer nicht, mein Kind. Du wirst im Abgrund das tun, was ich nicht vollbringen kann. Okay. Daddy? Hier mal ein Baum in der Dunkelheit, ein Auge im Hintergrund. Okay, Leute, wir haben unseren Vertrag nicht mehr. Wir laufen einfach mal nach vorne. Hätten wir vielleicht eine Fackel haben sollen? Oder so einen Vertrag oder irgendwie sowas Brennbares? Unser Leben voller Leidenschaft. Mit unserem Schicksal immer ringend. Für niemanden entkommen. Ein Leben in Gefangenschaft. Ohne unsere Sehnsüchte. Hier müssen Menschen stürzen, um den Sternen zu weichen. Solidor, flieg anders als ich und fand seine Seele im Licht. Sonne und Mond endlich zusammen. Steh mit ihm gegen den Drachen. Verschmelzt im Kampf zu einem Willen. Und wenn der Schatten fällt, lass dein Herz lachen. Denn jetzt erst kennt Kraft.
Die Zeit, den Schmerz der Niederlage. Leute, sind wir tot? Der Baum ist ja mega groß geworden. Hier hinten liegt der Drache. Okay, ich denke mal, ich weiß, worauf es hinauslaufen wird. Gott, ist das Solidor? Was soll ich schon hingehen und attackieren? Probier's dann einfach mal. Yes! Amazing! Leute, ist das echt Solidor? Ich muss leider hinter ihm bleiben, denn der gibt mir ein bisschen Windschutz. Leute, hätte ich ihn hinter ihm bleiben müssen oder mich vor ihn stellen müssen. Er beschützt mich vom Wind und ich ihn vor diesem Versteinerungsding. Oh, anscheinend tatsächlich. Wow! Alles gut? Nein, Leute, wir müssen, glaube ich, echt ein bisschen langsam spielen. Wir können hier nicht so vorpushen. Ups, habe ich noch den Solidor voll ins Kreuz geschlagen? Okay, ich stelle mich jetzt wieder hinter ihm. Er wird wahrscheinlich wieder spucken. Jetzt wird er wieder Wind pusten. Und hatja! Wind. Oh, das war aber mega eng. Warte, muss ich ihn weiter attackieren? Solidor bleibt hier einfach stehen. So eine Schutzblase irgendwie um sich rum. Nein! Sie fällt gerade herunter.
Leute, ich verstehe den Sinn gerade nicht. Solidor bleibt einfach stehen. Ich weiß nicht mal, ob Solidor ist, aber ich gehe mir schwer davon aus. Jetzt müssen wir natürlich wieder den ganzen Weg auf uns nehmen. Und ha-ching! Lauf, mein Freund. Nicht loslassen. Wenn ich das Ding so vor ihm stelle. Boah! Leute, das war Reaction pur. Ach, wir müssen dieses Ding hier rüber. Leute, natürlich! Muss jetzt erstmal einer drauf kommen. Ich meine, ich wäre drüber gehopst, aber der gute alte Mann, der kann ja hier nicht. Okay, jetzt glaube ich. Attacke! Attacke! Leute, wie denn? Wir müssen das Ganze nochmal probieren. Leute, sobald ich hier drauf schlag, fliegen wir wieder weg. Muss ich diese Statue kaputt schlagen? Oh, yes! Leute, ich habe das jetzt nur gewusst, weil... Okay, das wird jetzt ein bisschen schwer. Ich habe das nur gewusst, weil ich gesehen habe, dass in der vorherigen... dass das Solid doch in der vorherigen Ding hier schon... Oh! Okay, er kann es alleine halten. Ich muss mich allerdings hier auch festhalten. Und zieh. Ich kann nicht loslassen, Leute. Wenn ich loslasse, falle ich in den Abgrund hinunter. Oh oh. Leute, und da hinten ist, denke ich mal, die letzte... Leute, ich hab's verpasst. Ich dachte, das ist jetzt der Wind. Ka-ching! Und weiter geht's mal, Mate. Weiterhinter geht's nicht mehr, Leute. Ich denke mal, dass das die letzte Statue sein wird oder die letzte Säule. Okay, er läuft nur noch ein, zwei Meter und dann ist schon wieder gut.
Was hat er denn? Warum läuft er denn nicht mehr weiter? Ach, ich muss dieses Ding jetzt wieder ziehen. Okay, Leute, dann muss ich jetzt die nächste Attacke erwarten. Und jetzt ziehe ich das Ding hier. Jetzt muss ich hier nochmal kurz ihn schützen. Okay, und wir ziehen das Ding jetzt einfach weiter. Nein! Halt dich fest! Oh mein Gott, Leute, die Steuerung ist wirklich teilweise wirklich hakelig. Zieh! Greif! Leute, so macht das Spiel einfach keinen Spaß. Es ist wirklich sehr komisch, wenn man hier Befehle gibt, sage ich mal, und sie werden einfach nicht umgesetzt. Leute, ich denke, dass wir ziemlich nah an den Drachen kommen müssen. Leute, er fliegt weiter nach hinten. Er attackiert aber. Ach, ich kann auch sein Schild draufbringen. Oh, yes! Ich meine, es ist ja ein Drache. Könnt ihr fliegen? Soldior? Solidor? Wie hieß er denn jetzt nochmal? Der Drache fliegt weg. Wow! Leute, was ist passiert? Anscheinend ist der Drache doch tot, Leute. Leute, es sehen hier aus wie so Mönche, die hier so links und rechts so vor uns niederknien irgendwie. Wir laufen einfach mal in den riesen Feuerball rein. Und hier blitzt und blinkt schon. Leute, ich weiß gar nicht, ob wir zum Schluss unser Leben lassen müssen. Oh mein Gott. Wir sind klein Moonchild. Ist denn das? Die Mutter? Ein Hund? Der Zutritt zur himmlischen Brücke ist nun abgeschlossen. Ist geschlossen. Die Zeit nimmt wieder ihren Lauf und Licht und Dunkelheit auf. Für einen kurzen Augenblick trifft am Horizont der Tag auf die Nacht und der Mond
in den was auch immer. Torren. Okay, liebe Leute, das war's auch schon wieder von Torren. Mein erstes Fantasy-Game möchte ich dazu sagen. Es war ein bisschen außergewöhnlich, muss ich sagen. Und manchen Sachen habe ich tatsächlich nicht ganz verstanden, ne? Weil es wahrscheinlich einfach da mir die Vorstellungskraft, denke ich mal, dafür fehlt. Im Großen und Ganzen war es eigentlich ein ganz cooles Game, möchte ich sagen. Hat mir eigentlich auf jeden Fall gut gefallen, bis auf die hakelige Steuerung und die Kameraführung. War ein bisschen gewöhnungsbedürftig oder ein bisschen, ja, ich sag's ganz ehrlich, wie es ist. Es war ein bisschen kacke. Es wurde aber nachgebessert, aber sie wurde, meiner Meinung nach nicht gut genug verbessert. Ja, in dem Sinne war es das auf jeden Fall von mir und von dem Gameplay Torren. Ich hoffe, euch hat die Videos gefallen und auch die ganze Serie. Damit danke ich mir fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis dann, macht's gut. Euer Wofferbilly, bye bye.